Nee, was geht, Leute? Tiefe Stimme ist angesagt. Ja, hi. Ja, Bloodlines. Doch wieder. Ich hab gesagt gestern, dass wir was Neues ausprobieren haben, dann ist mir eingefallen. Ihr habt noch gar nichts vorbereitet für das besagte Spiel. Ich meine, zu Warframe sollte ich ja vielleicht auch was vorbereiten. Zu Observation sollte ich auf jeden Fall was vorbereiten. Und ich bin viel zu spät nach Hause gekommen. Musste noch was anderweitiges vorbereiten, als ich, und dann noch kochen und, nee, kochen nicht, aber Essen allgemein und Essen vorbereiten für morgen und, sorry. Nichtsdestotrotz, es geht weiter. Ja, ich glaube, Wolf, du wärst ganz traurig, wenn es mal wieder was anderes gäbe, oder? Nee, Spaß beiseite. Es wird schon was anderes geben. Wann? Weiß ich nicht. Morgen wird's auch schwer, dazu komme ich später. Erstmal guten Abend, Wolf. Guten Abend, Shy Guy. Guten Abend, Luca. Und die Shy Guy kommt erst später. Ja, bin zu spät rausgekommen aus dem Klinikum. Und da war ich noch Auto waschen und sauber machen und ja, da kam einfach viel zu viel dazwischen. und deswegen nichts mit vorbereiten. Dann wollte ich irgendwie an mein Streaming Deck, wo ich ja quasi die Szenen bei OBS steuere, noch was implementieren und erst jetzt in den letzten Minuten ist mir dann der Fix aufgefallen, weil es die ganze Zeit nicht geklappt hat und ach, ja, alles kurz und knapp. Du hast vollkommen recht. Man hört dich nicht. Warum hört man dich nicht? Was ist da schon wieder los? Drei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das sollte gehen. Gleich hier. Wo ist es? Wie immer. Technik. So. Lieber Wolf, sag mal was. Nee, halt, stopp. C. Nicht B, sondern C. So, jetzt. Versuch's nochmal. Nein! Doch! Warum schickst du es auf B? Ach so! Ja, Und hier C. Jetzt müsste es gehen. Es muss gehen. Ich weiß, dass es geht. Jetzt funktioniert's. Ganz sicher. Lass deine Stimme ertönen. Hallo? So, nochmal, komm. Gib mir ein Wort. Jetzt geht gar nichts mehr. Okay, wir versuchen es nochmal. Wir gehen da nochmal raus. Oder doch. Diese Technik. Das kriegen wir hin. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Alles kaputt, sozusagen. Komm, lock dich ein. Komm, tu es. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid fit.
No connection to mix with up overlay. Nee. Jetzt ist was gekommen, oder? Auf C? Nein, auf B. B ist schon richtig. Tu ja, es. Hab mich gehört. Gut. B. So, also, dann können wir jetzt loslegen. Ja, ich habe auch an der Sound wieder was umgestellt. Ach, ist es doch immer das Gleiche. Immer am Umstellen. Scheiger ist so, auch da. Dann nochmal. Hallo drüben bei TikTok. Oh. Sehr gut, der liebe Wolf. Er ist einfach zu freundlich. Einfach ein netter Dude. Ein zuverlässiger Assistent. Ach, der perfekte Partner an meiner Seite. Perfekt. Dann können wir jetzt durchstarten. Muss mich ja an diese Intros gewöhnen. Das heißt, wenn wir noch was zu klären, euch geht's gut, mir geht's gut, dann fangen wir an nach dem Intro jetzt los. Bis gleich. Verdammt nochmal! Ich hasse dich. Immer das Gleiche. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Oh Mann, irgendwas ist da verkehrt. Ich stelle immer irgendetwas um, in der Hoffnung, oh ja, jetzt läuft's dann besser. Ach, da war der Fehler drin. Jetzt läuft's auf jeden Fall ohne Probleme. Und dann funktioniert's nicht. Never change a running system heißt es doch. Warum tue ich's dann jedes Mal? Okay. Vampire the Masquerade. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben den, Chimiche. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es richtig ausspreche. Es hört sich an, als würde ich irgendeinen Italiener benennen. Chimiche. Pizza, Pizza. Oder irgendwie so. Lernfähigkeit. Minus 3. D. Und ich dachte schon, es gibt schon wieder keinen Ton. Ja, Lernfähigkeit minus 3. Irgendwie. Der Scheigei ist ja Italiener, okay. Soll ich... Scheigei, ich glaube, Scheigei bekommt einen neuen Spitznamen. Chimiche. Nein. Chimiche war ein harter Turm. Na, gut, so schwer war er auch nicht. Ich habe mich nur ein bisschen... Na, keine Sorge, Scheigei, ich nenne dich nicht Chimiche. So schwer war er jetzt auch nicht. Man musste nur ein bisschen in Bewegung bleiben und den Rhythmus finden. Und dann ging das schon. Aber den haben wir auf jeden Fall erledigt. Wir haben das Tape gefunden, quasi den zweiten Teil, und gehen jetzt runter zur Kanalisation. Viele Quests haben wir ja auch nicht mehr. Aufträge. Also heute braucht es echt lange mit der... Mit dem Voice-Dingens. Wieder irgendwas umgestellt. Immer das Gleiche. B, B, B. Ich gehe da nochmal raus. Ganz kurz. Ja. Den Götzen, wir müssen immer noch zum Anwesen von Giovanni. Nach wie vor. Immer noch nicht das Anwesen gefunden. Aber sonst... Den Restaurantkritiker haben wir endlich Beine gemacht. Nicht im wörtlichen Sinne. Beine gemacht, eine schlechte Kritik zu geben. Chinatown nach wie vor nicht verfügbar. Und der Shy Guys Opa heißt sogar Giovanni. Gut, tut mir leid, Shy Guy, aber wir müssen ins Anwesen von deinem Opa. Tut mir leid. Wird es überleben, das schaffen wir schon. Wir holen ja nur das Buch. Mehr machen wir nicht. Nicht schlimm. Okay.
Trink noch mal einen Schluck. Immer schön hydriert bleiben, Leute. Immer was trinken. Ganz wichtig, ich vergesse auf der Arbeit immer zu trinken. Das Einzige, was ich auf der Arbeit trinke, ist Kaffee. Obwohl ich eine Wasserflasche habe. Das muss ich alles noch nachholen. Mit Bier. Wolf, gib mir noch mal einen... Gut, ich wollte schon sagen, gib mir mal einen Testton. Funktioniert. Also, speichern. Lange Rede, kurzer Sinn. Rein geht's. Mann, 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 ist ein komischer Tag heute. Also heute hat sich's echt angefühlt. Heute ist Dienstag. Ja, heute hat sich's jedes echt angefühlt. Jedes Mal, wenn deine Stimmen ertönen, wird jetzt getrunken. Wenn deine Stimmen ertönen... Ach so! Oh Gott! Okay. Machen wir. Ja, heute war so ein Gefühl, als wäre heute Montag. Die Stimmung war komisch. Die Leute waren komisch auf der Arbeit. Irgendwie, jetzt bin ich 3 Wochen in dem Krankenhaus und so langsam verlieren sie die Hemmung und lassen auch gewisse Dinge von sich fallen, die nicht gerade positiv sind. Und am Anfang noch alle so scheinheilig, alle so nett. Gut, es sind nicht alle blöd. Und allgemein sind sie ja auch nicht blöd. Aber da passieren dann so Situationen, wo ich mir denke so, warum? Rede doch mit mir. Man kann doch mit mir reden. Sag doch, was ich zu tun habe und nicht irgendwie hinterm Rücken von... Ach. Klemmbrett. Sieht aus wie das Klemmbrett eines Angestellten bei den Los Angeles Wasser- und Versorgungswerken. LADWP. Frühjahr 2004. Montag, 23. Heute erste Nachforschungen anlässlich von Berichten über merkwürdige Sichtungen in der Kanalisation von L.A. begonnen. Quadrant 13 betreten. Später heute Nachmittag sind 14 und 15 vorgesehen. In Quadrant 13 ist alles ruhig. Dienstag, 24. Quadrant 13 vollständig untersucht. An verschiedenen Stellen in den beiden Quadranten 14 und 15 unidentifizierte Geräusche vernommen. Zentrale um Bestätigung gebeten, dass keine anderen Inspektoren in diesem Abschnitt arbeiten. Bestätigt. Koordinaten notiert. Morgen Untersuchung von Quadranten 16. Mittwoch, 25. Erneut seltsame Geräusche in Quadrant 16. Zweifellos irgendein Tier. An der Kreuzung der Korridore 36a und 34b möglicherweise das Tier gesehen. Weitere Untersuchungen ergaben jedoch keine weiteren Hinweise. Es sind merkwürdige Abdrücke im Schlamm am Rand des Korridors, fast wie Hände, in der Dunkelheit jedoch schlecht zu erkennen. Donnerstag, 26. Mehr Abdrücke in Korridor 73D entdeckt. Bei einer Art Eingang, der offenbar in einen älteren Teil der Kanalisation führt, hörten sie plötzlich auf. Zentrale nach Plänen der alten Kanalisation gefragt. Es gibt keine. Weitere Anweisung erbeten. Laut Zentrale soll ich meine Untersuchung morgen wie vorsichtig fortsetzen. Gott, wie viel. Oh Gott, ist das viel. Da müssen wir durch. Freitag, 27. 8 Uhr. Heute Morgen Untersuchung im älteren Teil der Kanalisation aufgenommen. Wieder diese Art Tier gesehen. Ich kann es keiner mir bekannten Art zuordnen. Die Haut scheint glatt zu sein, fast wie ein Reptil. Fast wie einem Reptil. Ich höre es ständig, fast so, als ob es mich verfolgt. Aber mit dem Echo hier unten ist es unmöglich, die Entfernung zu schätzen. Freitag, 27. 9.15 Uhr, also eine Stunde 15 später. Kann die Zentrale nicht über Funk erreichen. Ich bekomme keine Antwort. Je weiter ich in die alte Kanalisation vordringe, desto mehr nimmt ein deutlicher Geruch zu. Zweifellos der Kadaver eines Tiers, den der letzte Regen mit heruntergespült hat. Fahre mit der Untersuchung fort. 11.31 Uhr. Ursache des Geruchs gefunden, wahrscheinlich menschliche Überreste. Sofort Zentrale angefunkt, aber kein Kontakt. Leiche scheint einem Durchreisenden zu gehören. Wunden, massive Risswunden, deuten auf kürzlichen Tierfraß hin. Koordinaten der Leiche notiert. Rückkehr zur Zentrale zur Berichterstattung. Freitag 13.22 Uhr. Ich habe in den alten Tunnel vorübergehend die Orientierung verloren. Idiot. Versuche die Zentrale zu erreichen, sind gescheitert. Die Tiergeräusche von vorhin nähern sich wieder. Ich fürchte, dass ich gejagt werden könnte. Deshalb habe ich vorsichtshalber meine Waffe entsichert. 18.30 Uhr.
Oh, der ist aber lang unterwegs. Zweifellos, völlig verirrt. Wahrscheinlich bin ich tiefer in die alten Kanalisationen vorgedrungen. Hinter mir ist etwas. Ich weiß es. Kann die Zentrale nicht erreichen. Batterien in meiner Taschenlampe werden schwächer. Oh Gott, muss ich das jetzt schreien? Oh Gott, hilf mir! Habe Kreatur gesehen. Irgendetwas. Monströses. Zähne und Blut. Kann nicht mehr raus. Kein Licht mehr. Niemand hört mich. Oh Gott, bitte, was ist da? Die Schrift bricht ab. An das Idiot werde ich dich erinnern. Das ist doch nur das. Das ist doch nur. Okay. Verschmiert mit etwas, das wie Blut aussieht. So, weil. Na, ja, du hast recht. Nein, nein, nein. Ich habe einen Top-Orientierungssinn, ja? Ich krieg das hin. Easy. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier durch. Denn ich möchte wissen, was da oben lauert. Weil ich Orientierung habe. Aha, nichts. Wird notiert. Zentrale, da ist nichts. Man kann da hoch, aber da ist nichts. Schließt das Loch. Braucht kein Mensch. Unnütz. Ich gehe in die nächste Kanalisation. Und dort ist... wieder nichts. Eine Leiter. Ich gehe hoch und es ist... ein Durchgang mit... natürlich, nichts. Nee, ich krieg das hin. Ob ich das mit der Technik irgendwann mal noch gescheit hinbekomme, ist eine andere Frage. Hier können wir runter. Wo ist meine Waffe? Komm. Gut, 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 gut. Hühnchen. Nee, Weißbällchen. Na komm. Und zack. Und zack. Und Finale. Fleischbällchen kann einfach nichts außer Fleischbällchen sein. Boah, Fleischbällchen könnte ich auch mal machen. Ich weiß noch nicht wie. Aber da gibt es ja im Internet. Gibt ja das sogenannte Internet. Da kann man sowas nachgucken. Warum ist es so dunkel hier? Ist es nie so dunkel? Und wahrscheinlich muss ich da gar nicht rein. Ach. Ja, ich musste mein Auto waschen. Erstens, es wird mal Zeit. Ich hab gefühlt vor drei Monaten habe ich das letzte Mal mein Auto geputzt. Und bei einem weißen Auto sieht man das eigentlich gut wie immer, wenn Schmutz drauf ist. Aber draußen hat es mich nicht gejuckt, es hat mich eher innen drin gejuckt. Dass sich die Krümel angesammelt haben, weil ich halt während der Fahrt immer esse. Ja, sonst keine Zeit zum Essen. Als zum Frühstücken. Deswegen musste ich da mal durch. Und zweitens, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich dann morgen leider nicht, je nachdem, ich weiß nicht, wenn dann spontan, vielleicht den Stream aussetzen muss morgen. Ah, könnte knapp werden. Denn ich habe morgen ein... seit langem mal wieder. Bin ganz gespannt. Wir wollten es eigentlich auf Donnerstag verschieben, aber dann haben wir gesagt, so komm, morgen ist auch noch ein Tag, warum nicht, machen wir es morgen. Und deswegen nach der Arbeit gemütlich was essen gehen und je nachdem. Und deswegen muss das Auto natürlich sauber sein. Das ist wie, man lädt doch niemanden zu sich nach Hause und räumt dann davor nicht auf. Man muss ja einen guten Eindruck hinterlassen. Und ich liebe es, Auto zu fahren. Das Skandal im Rathaus. Spook-Kanal zugemaut. Leiche nie gefunden. Access C. Okay, hier haben wir die Karte, aber leider keine Beschriftung. Okay. Und dadurch, dass ich... gut, es könnte auch sein, dass wir morgen einfach irgendwo spazieren gehen. Aber falls wir mit meinem tollen Auto irgendwo hincruisen. Guten Tag. Wäre es, glaube ich, vom Vorteil, wenn das Auto nicht so verkrümelt wäre. Dementsprechend. Kurzerhand. Zur Autowaschanlage mit integrierter Staubsauger-Area.
und schön sauber gemacht. Nein, ich habe mich nicht verehrt, ich habe volle Kontrolle. Ich gehe nur einfach alles doppelt und dreifach durch. Weil da kann man die Treppe hoch. Ich will auf jeden Fall erstmal die Treppe hoch. Gucken, was wir hier... Ah, hier geht's raus, okay. Ach, das war zugemauert. Okay. Da war nichts. Ja, mal gucken. Vor dem Date. Also, nervös bin ich irgendwie nicht. Man kennt sich ja schon ein bisschen. Also, 3 Wochen. Ich mache mir eher Sorgen. Was so eher mein Problem ist. Wenn ich jemanden ganz interessant finde. Moment. Stationsausgang ist auch vom Pluspatch aufgemacht worden. Ah. Original säße man hier noch eine ganze Weile fest. Okay. Ach so. Okay, gut zu wissen. Das Problem ist, wenn ich jemanden ganz doll mag. Ja, okay, das ist übertrieben. Wenn ich jemanden ganz nett finde. Dann tendiere ich dazu, des Öfteren Schwachsinn zu reden. Ganz schlimm. Noch schlimmer ist, wenn ich während dem Reden schon quasi mein Malkaviane in mir den Kopf schüttelt und sagt, Digga, was laberst du da eigentlich? Irgend so ein Stuss. Und ich mir dann denke so, oh. Das wird nicht gut enden. Wenn sie lacht, gut. Pluspunkte. Ja gut, sie könnte auch lachen, weil sie es einfach dumm findet, was ich dann erzähle. Aber wenigstens den ersten Schritt gemacht. Sich mal neben der Arbeit mal kennenlernen, richtig. Abkürzung. Mal ein kleiner Display. Sesam, öffne dich. Entriegeln. So, da kann man jetzt rein. Ich möchte aber noch nicht rein. Die Abkürzung ist auch vom Flussbatch. Ah, okay. Hat man irgendwie alles dazu gemacht? Warum? Es hat doch irgendwie den Reiz, so ein bisschen so ein Labyrinth-Feeling. Warum muss man das dazu patchen? War es so schwer, dass man sich gedacht hat, so man muss den Leuten ein bisschen unter die Arme greifen, oder? Kann man tatsächlich den großen Teil des Lebens überschreiten? Will ich aber nicht. Macht doch keinen Sinn, man überspringt doch nicht irgendwelche Sachen. Emergency Release Valve. Gut. Ist natürlich ein Emergency. Deswegen tun wir dies. Ah, okay. Ich dachte schon. Ach. Können wir eigentlich lang unter Wasser atmen? Bei mehrfachen Durchläufen ist man manchmal ganz froh drüber. Mehrfachen? Ach so, du meinst, wenn man mehrere Playthroughs hinter sich hat? Echt, ist das so groß, so viel, dass man das abkürzen muss, dass man da froh ist? Lass mich doch erstmal hier hoch. Du atmest nicht. Hallo? Oh Gott. Ist das eine Fa... Oh Gott. I see what you did. Du willst mir damit sagen, dass die ganze Show jetzt ein bisschen frustran wird und deswegen abgekürzt werden muss? Nicht mit mir. Wir werden jetzt drauf achten. Ich atme nicht. Ich bin ein Vampir und kein Fisch. Wieso atme ich nicht? Oh Gott, da ist er. Und halt alles voller Schlachter hier unten. Aha. Slachter, so heißen die. Hab mich schon gewundert, wie die heißen. Meatballs. Du bist tot. So etwas wie Sauerstoff benötigst du nicht mehr. Ach so, meinst du das?
Ja gut, da hast du nicht Unrecht. Mal dahin jumpen jetzt. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich tot bin direkt. Ich dachte, ich wurde ja wieder so ein Hybrid zwischen Superpower und lebendig oder so. Aber ja, das macht durchaus Sinn, wenn wir nicht mehr leben. Gut, das ist vielleicht ein bisschen nervig, ein bisschen übertrieben. So viele Gegner, so viele Schlachter, Meatballs, wie auch immer. Aber nun gut. Auch das kriegen wir hin. Ah, ich glaube, da geht's nicht weiter. Das ist fehl am Platze. Macht das Sinn? Boah, ich bin so schlau. Hätte einer gedacht, ich schaffe das nicht. Und würde da verzweifelt mich rumärgern. Das kann doch nicht sein. Das ist genau das Gleiche wie das andere. Wie kommt man jetzt da weiter? Ohne mich. Heute ist ein guter Tag. Mindestens jetzt. Haha. Das ist ganz gut, nach so einem komischen Tag quasi ein gutes Gefühl zu haben. Komm, du auch. Dann machen wir gleich alle gleichzeitig. Mal gucken, wie morgen der Tag wird. Aber morgen ist Mittwoch. Mittwoch ist eigentlich. Ah, Mittwoch sind die Leute ein bisschen entspannter. Nicht so genervt wie Montage. Aber immerhin hatte ich Pause. Gestern hatte ich da zum Beispiel ja keine Pause. Aber das ist, glaube ich, so normal. In der Position, wo ich mich befinde, dass man denkt so, ach, er braucht keine Pause. Er verdient entsprechend. Er braucht sowas wie Pause nicht. Aber heute hat man an mich gedacht, ausnahmsweise. Von daher alles tutti. Das in jedem Rohr ist jetzt irgendein Schlachter. Wenn wir wenigstens Erfahrungspunkte bekämen für sowas. Oder Items. Oder zum Beispiel gutes Internet. Da das Internet schon wieder so rumflippt. Wie immer halt. Boah, im wahren Leben würde ich da niemals da reingehen wollen. Die ganzen Fäkalien und die Keime und boah. Gut, wir haben ja eine entsprechende Kleidung an für so solche Zwecke. Aber trotzdem. Ekelhaft. Aber auch das ist lebensnotwendig. Man braucht solche Menschen, die das in Top-Zustand bringen oder behalten oder wie auch immer. Ja, super. Ja, der Malkavier ist passend gekleidet. Ja. Hey, das ist. Da ist. Hä? Ich bin doch jetzt gerade im Wasser. Und Warum kriege ja, ich da. der Abwasserkanal steht, macht keinen Spaß. Oh, falsche Taste wieder. Ja, definitiv.
Aber ich bin doch im Wasser und Strom ist überall. Warum kriege ich dann keine geputzt? Also ich schätze mal, ich muss den Strom ausmachen. Speicher mal, ich gehe jetzt einfach mal irgendwo hin, wo ich gedenke, dass es richtig ist. Aha. Aua. Na, jetzt komme ich da nicht hin wegen den Turbinen, glaube ich. Ja, das ist blöd. Ah, ne, jetzt. Nee. Oder mit Sprung. Trotzdem komme ich da nicht voran. Nee. Bringt mir nichts. Ich muss irgendwas hier ausmachen. Okay, es wird knifflig. Überlegen wir. Strom muss aus. Strom ist nichts gut. Fähigkeiten könnte ich mal. Ich benutze mal Auspex. Bringt das vielleicht was? Nee. Auspex hat mir in der Hinsicht auch noch nie was gebracht. Was ist, wenn ich einfach hingehe und versuche, das kaputt zu schlagen? Nee, macht keinen Sinn. Und da wahrscheinlich auch nicht. Ich muss da wahrscheinlich jetzt einfach dann schnell die Leiter hoch. Oder gut timen. Zack, zack. Zack. Ach, nein. Lasst mich durch. Ich warne euch. Lasst mich durch. So. Hier können wir was ausmachen. Jetzt sind die Turbinen aus, okay. Aber der Strom nicht. Und der Strom macht man wahrscheinlich am Computer aus. Schätz mal hier. Elektrik. Ach komm, ernsthaft? Das ist zu schwierig. Da brauchen wir Auspex. Elektrik. Tank. Sehr kreativ. Strom wird abgeschaltet. Und Pumpe 118A. Septisch. Boom. Warte. Wahrscheinlich ist es Reservoir. Reservoir-Status. Reservoir 1 und 2 in Ordnung. Dann machen wir... Ist die Pumpe jetzt an oder aus? Pumpen. Ja, Pumpen ein. War das jetzt richtig oder falsch? Ah! Nee, ich hätte sie ausmachen sollen. Aber warum gibt es das dann am Computer, wenn es eigentlich einen Schalter gibt? Macht überhaupt keinen Sinn. Tür ist auf. Und schon wieder. Ah, ich dachte schon. Ach, das wäre wahrscheinlich, wenn man nicht. Ach so, das ist ein Safe Fail. Quasi, wenn man nicht hacken kann, dann hat man vielleicht die Chance, zu Schlösser zu knacken und könnte hier dann quasi den Strom ausmachen. Anstatt ihn über den Computer auszumachen. Ja, kann man machen. Aber. Muss man nicht. Es wäre das erste Mal, dass man jetzt so einen krassen Failsafe. Alternative. Ja, eben. So eine Alternative. Ist echt krass, dass du jetzt zum ersten Mal so einen Failsafe dann irgendwie implementieren muss.
gab's ja sonst auch nicht. Mit dem im bisherigen Verlauf. Vor allem so nah beieinander. Aber nun gut. Reservoir 2 und Reservoir 1. Der Zweier ist oben auf, okay. Und 1er auch. Das heißt, wir müssen es doch fluten. Damit wir da hochschwimmen können. Aber... geht es dann noch? Könnte auch sein, dass ich einfach nur eine große Klappe habe und so einfach so... denke ich, wäre hier der King im Ring. Und in Wirklichkeit ist es aber alles falsch, was ich sage. So theoretisch. Boah. War das schwer? Ah, nee, doch nicht. Ich bin einfach nur gehangen. Theoretisch, ja. Hätten wir jetzt da hoch. Oder da entlang. Wenn wir jetzt den anderen... gut, dass wir Reservoir 2 genommen haben, war jetzt eine 50-50 Chance, dass wir jetzt zufälligerweise das richtige Reservoir ausgewählt haben. Gut. Ja, bisher eigentlich noch gar nicht so herausfordernd. Muss es aber auch gar nicht sein. Es passt alles so, wie es passen muss. Ah, kurze Cutscene. Why not? Ah! Ein Bärmann-Schwein. Schweinebärmann. Mann, Schweinebär. Um die Gottes Willen. Gut, wie viel Platz haben wir? Haben wir genug Platz zum Ausweichen? Easy, macht nur Schüsse. Aha. Das heißt... oh, warte. Und zack. Ich muss erstmal analysieren. Was kann der Dude? Bis jetzt noch nicht viel, aber er hat eine Klaue. Und wahrscheinlich auch eine hohe Reichweite. Ich muss vorsichtig sein. Ob er die Klaue benutzt, ist eine andere Frage. Hat wahrscheinlich nur eine Attacke drauf. In den Hintern rein. Ah, da hat er mich. Oh, der verlangsamt mich. Das ist halt natürlich... das ist jetzt fies, da müssen wir uns aufpassen. Das heißt, wir dürfen nicht übertreiben, wir dürfen nicht... zu geizig sein. Boah, theoretisch könnte ich ja mit Dark Souls anfangen. So viel Mist, wie ich labe und wie viel ich mir zutraue. Aber da Dark Souls stelle ich mir halt richtig frustrierend vor. Ja, vielleicht irgendwann mal. Ich habe bisher eigentlich immer Abstand von Dark Souls gehalten. Mal gucken, warum nicht? Bestimmt auch ganz interessant, mich verzweifeln zu sehen. Oder als Alternative, sorry, war weg. Wer war das und was ist passiert? Das war ein Schweinebärmann. Oh, schon wieder einer. Zwillingsbruder, der mich verlangsamt, wenn er mich, oh, da hat er seinen Nahkampf genutzt. Also hat er doch eine Alternative. Das heißt, es wird so viele von denen geben. Oh Mann, das will ich gar nicht. Oh, nicht übertreiben. Gut, dann machen wir es so. Wir brauchen schnelle Hiebe. Als eine Alternative. Quasi auch Souls-like. Wäre ja... Star Wars.
Star Wars, Name vergessen, aber das Souls-like Star Wars. Star Wars ist immer gut. Star Wars macht man nie was falsch. Gucken wir mal. Menschenjagd im Suche nach Weitner. Diese schrecklichen Kreaturen sind Fleischgeformbelangheiten der Zielwische. Viele Slachter werden im Rahmen ihrer Erschaffung lobotomisiert, was sie zu tierhaften Kreaturen macht, die nur begreifen, wem sie zu gehorchen haben. Slachter sind zu albtraumhaften Karikaturen von Lebewesen verformt. Danke für die Info, Wolf. Jetzt wissen wir auch, was wir mit wem wir es hier zu tun haben. Suche nach Whiteman Price in Haddad. Geht weiter. Ist mir hier ein Hauptbuch? Ein Hauptbuch, Hauptbuch. Wo? Wo haben wir? Ach, da! Oh, da geht's ja weiter. Ach so, weil das Inventar so voll ist. Okay. Sieht aus wie die wöchentliche, wie das wöchentliche Protokoll von Douglas Streets, Wegführer der Los Angeles Wasser- und Versorgungswerke. Bitte nicht so. Oh, wieder so viel Text. Tiefluft holen. Und los geht's. 9.7.57. Das Verschwinden der Kanalarbeiter Whiteman Price in Haddad hat für negative Schlagzeilen über die Versorgungswerke gesorgt. Ich wurde auserkoren, ihr Schicksal zu untersuchen und zu bestätigen. Ich werde mein Bestes geben, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. 10.7.57. Streifzüge in die nicht gekennzeichneten Abschnitte der Kanalisation blieben bisher ohne Erfolg. Das Rathaus konnte keine Pläne dieser Abschnitte auftreiben. Daher setzen wir unseren Weg blind fort. 11.7.57. Ich bin Zeuge vieler merkwürdiger und unerklärlicher Geräusche und Vorkommnisse in den wohl ältesten Abschnitten der Kanalisation von L.A. geworden. Ich habe ein verrostetes Schild mit der Aufschrift LADWP 1902 gefunden. Diese Ereignisse scheinen wie aus einer anderen Welt zu kommen. Sowohl was die Geräusche als auch ihre Art betrifft, Punkt. Meine Nackenhaare können ein Lied davon singen. Eine Art Kälte, Schatten und Geflüster. Ich finde keine Erklärung dafür, außer dass es sich dabei um die Chimären meiner eigenen Fantasie handelt. Wir werden morgen fortfahren. 12.07.75. Immer noch kein Zeichen der verschwundenen Männer, doch die Angst wächst in mir, dass irgendetwas wahrhaft Böses hier unten tief in der Kanalisation sein Unwesen treibt. Ich möchte hier ja keine Schauermärchen à la Lovecraft. Geil, Lovecraft. Da gibt's ein VR-Spiel von H.P. Lovecraft. Oh, das müsste man auch mal wieder. Oh, so viel. Weiter geht's. Erzählen. Und doch muss ich sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich möchte nicht länger diese dunkle Korridore hinabgehen. Meiner Meinung nach sind diese armen Männer Opfer einer hier hausenden, uralten bösen Macht geworden. Ich werde dem Bürgermeister von meiner Erkenntnis berichten und beten, dass er mich nicht für verrückt erklärt. 15.07.57. Der Bürgermeister hat sich meinen Bericht mit größtmöglicher Ernsthaftigkeit angehört und den sehr weisen Entschluss gefasst, die untersten Abschnitte der Kanalisation zumauern zu lassen, in denen ich Zeuge dieser schrecklichen gespenstischen Ereignisse geworden bin. Offiziell wird man sagen, Whiteman, Price und Haddad hätten sich in diesen Abschnitt verirrt, da sie alt und unsicher gewesen wären, und man hätte sie nie gefunden. So wird er die Schließung dieser Abschnitte rechtfertigen und den unerklärlichen Tod dieser Männer beilegen können. Das war's dann. Ich bete, dass ihre Seelen eine sichere Zuflucht im Jenseits finden werden. Ich selbst habe bei den Werken gekündigt. Warum? Ich hege nicht mehr den Wunsch, in die dunklen Kanäle dieser Erde einzutauchen. Ich lasse dieses Hauptbuch hier, ungelesen und vor menschlichen Augen hinter Mauern verborgen. So wird vielleicht auch die Erinnerung an diese Geschehnisse erlischen. Hochachtungsvoll, Douglas Streets, Werkführer, LADWP. So, genug gelesen. Shy Guy, wie war deine Buchpräsentation, die du heute hattest? Würde mich auch noch interessieren, ist mir gerade so beim Lesen eingefallen. Ist die gut gelaufen? Wurde applaudiert? Hast du, wie ich gesagt habe, viel geredet? Erzähl. Hier ist also zu gewesen. Okay.
Was war es? 19 irgendetwas. Das ist aber schon lange her. Ich glaube, von der Ziehmische zum Slachter geformt zu werden, gehört auch zu den schrecklichsten Schicksalen, die einem zustoßen können. Ja. Kann ich, denke ich auch. Also kein gut, schönes Gefühl. Muss ich morgen machen, aber kann ich morgen sagen. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Ja, H.P. Lovecraft. Ich weiß nicht viel davon. Klar, Cthulhu kennt man ja. Ist ja so eine Lovecraft-Sache. Auch viel verbreitet. Und ein Spiel in VR ist quasi angelehnt an H.P. Lovecraft. Oh, das war knapp. Ah, fuck. Oh, nee, das wird nichts. Aber gut, let's give it a try. Ja, mit Mühe und Not gerade noch so geschafft. Und das eigentlich ganz gut. Also zuerst war die Vision... Wobei ich hoffe, dass von der Hauseinrichtung nichts mehr an Bewusstsein da war. Was? Wobei ich hoffe, dass von der Hauseinrichtung nichts mehr an Bewusstsein da war. Welche Hauseinrichtung? Meinst du jetzt von dem Haus, wo wir waren? Also das Fleischhaus? Vom Haus des Ziemliche. Mhm. Ja gut, das Haus hat ja trotzdem irgendwie gelebt. Kann jetzt gerade nicht folgen. Das Spiel war anfangs, ich weiß, ich hab das, ach, mir fällt's gerade nicht ein, wie das Spiel heißt, was ich, von dem ich gerade rede. Das war damals noch kein VR-Spiel und wurde quasi dann von den Entwicklern selber dann in VR umgewandelt. Dementsprechend ganz interessant, das jetzt in VR spielen zu können. Und mein erster Eindruck, ich glaube, ein Teil habe ich gespielt, das war ja von... Random VR, so eine kleine Reihe von mir, wo ich verschiedene VR-Titel ausprobiere und dann entscheide, ob ich sie weiterführe, und das war natürlich eins davon und natürlich werde ich das weiterführen. Ist schon ganz gut. Irgendwie, manchmal überträgt die Stimme jetzt wieder nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Gibt ja auch diverse Spiele von Cthulhu-Mythos. Eben. Cthulhu ist ja schon recht bekannt, würde ich sagen. Nein, ich habe mich nicht verirrt. Ich gucke mich nur um. Ein bisschen habe ich mich gerade verirrt. Liegt vielleicht am Internet, dass es da, weil es so rumzickt. Oder halt einfach die Einstellung, die ich, ach, irgendwas verhunzt habe. Es gibt so viele Wege, ich kann mich nicht entscheiden, wo ich hinlaufen soll. Aber das ist natürlich der falsche Weg, gut zu wissen. Ja, ich glaube, Cthulhu sieht man im Spiel selber nicht. Ich glaube, das ist nur angelehnt an Lovecraft. Das ist ja nicht von Lovecraft. Und da weiß nicht. Ich glaube, das ist dann so eine rechte Sache. Aber es ist trotzdem sehr interessant, sehr, sehr scary, sehr spooky. Viele komische Gestalten. Ja, bei Zeiten. Gucken wir uns das nochmal an. Die Palette ist groß nach wie vor.
Aber ein Tag hat nur 24 Stunden und eine Woche nur 7 Tage. Ist immer schwer, alles unter einem Hut zu bekommen. Vor allem die Vorbereitungszeit, die ich ja dann immer quasi habe. Ist schon wieder... Chunk. 3 Chunks. Klone. Chunk Wars. Clone Wars. Ah, okay. Eine Mischung. Ach du Scheiße. Ach du Scheißen. Eine Frau. Mit nicht so schönen Charaktereigenschaften. Gott sei Dank, speichern. Ich speichere mal. Ich zitiere das Regelwerk. Wurscht, laufen Sie weg. Nee. Ich hab grad Wurscht verstanden. Wurst, Wurscht. Gut, wir müssen uns erstmal hier einen Plan machen. Was können wir hier? Hier oben können wir jetzt gerade erstmal gar nichts. Okay, gib mir die ganzen Körperteile. Weil dann kannst du dann, wenn alle oben sind, dann nichts mehr werfen. Ganz einfach. Weil die sind dann alle dann bei mir oben. Ich glaube, wenn man Fernkämpfer ist, ist das eigentlich ganz easy. Von oben Herder verteilen. Aber jetzt als Nahkämpfer. Gut, es ist ja meistens immer so. Als Nahkämpfer bist du meistens immer gearscht. Weil du einfach zu nah bist. Entweder musst du als Fernkämpfer richtig viel Damage machen, dann geht's, weil sonst bist du nur am Schießen, Rennen, Schießen, Rennen, Schießen, Rennen. Zwei Körper auch noch. Drei Körper. Quasi die Human Centipede, nur anders. Boah, Mann, ich will nicht runter, aber ich muss runter, sonst wird das heute nichts mehr. Weil, gib mir die ganzen Körperteile. Komm, wir warten erstmal. Die sollen mal jetzt den ganzen Mist hier rüberwerfen. Weil dann hat sie nichts mehr zum Werfen. Und dann schaut sie blöd. In der Zeit können wir warten, bis unsere Energie aufgefüllt ist. Ach komm, bisschen mit mehr Schmackes. Bisschen weiter höher. Komm schon, höher. Oh, Mann. Kein Wunder, dass du hier unten bist. Was kannst du eigentlich? Brot kann schimmeln. Du nicht. Ah, immer dieses Geländer. Versuchen wir es nochmal hier oben, weil... Eins ist ja schon oben. Oh. Ah, ist durchgeglitscht. Gut. Ein paar Mal noch, und wenn es jetzt nicht wuchtet... Ah, sehr gut. So kann man es auch machen. Fliegt dann quasi da durch und in den Abgrund runter. Ich hoffe, es spawnen keine neuen. Das wäre natürlich blöd. Komm. Ah, vielleicht darf ich mich nicht bewegen. Sehr glitchy. Theoretisch. Nee, komm, werf mal weiter. Fass den Abgrund. Wie so ein kleines Hühnchen. Schön. Oh, fuck. Volle Kanne ins Gesicht. Wenn man hier... Ja, gut, bleibt hängen, auch gut. Immerhin. So, was machst du jetzt? Aha, da oben noch. Komm, wirf. Ist es weg? Schade, muss wieder schlafen. Gute Nacht. Bis morgen. Nee, morgen ja nicht. Vielleicht, weiß nicht. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Schlaf gut, Shy Guy. Wow. Und, nee, es war die Lampe. So, was machst du jetzt? Du hast jetzt nichts mehr. Ah, gut, die da unten noch. Hm. Gut, wir versuchen mal was anderes. Wir gehen jetzt mal runter. Vielleicht werft sie dann trotzdem mit dem ganzen Müll herum. Oder hier nochmal. Nein, das soll doch oben bleiben. Aha! Da haben wir schon mal einen Bug. Oder ein Glitch eher.
Sie kann nichts greifen. Das ist unsere Chance. Oh, oh, die haut rein. Ah, ja, ja, ja. Aua, aua, aua. Verdammt nochmal. Oh Gott, viel zu viel Text. Wenn, dann werden sie wandelnde Bomben verwenden. Sabbat-Anhänger deuten auf ihr Ziel und begeben sich dann Alex in Deckung. Mosch sind Allesfresser, die verschlingen alles, was ihnen im Weg steht. Andere Gude sind ebenso schmackhaft wie Sterbliche oder Vampire. Leviathane sind Kreuzung aus 15 Gulen. Ich bedacht, nicht so schnell abzuschicken. Sorry. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Aus Gulen, die durch Fleischformen, Traumaturgie und den Sadismus des Sabbats miteinander verschmolzen wurden. Ein lobotomisierter Wurst ist immun gegen Beherrschung, Präsenz und Tierhaftigkeit. Ein intelligenter, wenn die Gerüchte über deren Existenz denn stimmen, wäre noch schlimmer. Wosch können in diesem Zeitalter der Medien und der Maskerade selten zum Einsatz. Okay. Ich mag diese Wurst nicht. Und die Wurst, die haut halt richtig rein. Und ich habe noch keinen Plan B. So schnell die Leiter hoch komme ich gar nicht. Gut, das wird jetzt ein bisschen tricky. Gucken wir uns nochmal die Umgebung an. Vielleicht habe ich gerade was entdeckt. Mein Auge hat gerade was wahrgenommen. Aber vielleicht war es auch nur, na, Zufall. Gut, es bewegt sich gerade nicht, warum auch immer. Eigentlich mich zum Gute. Ah, das hat nichts gebracht. Ah gut, ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Ein bisschen spielen können wir mit ihr. Ah. Das war nichts. Gott, bist du hässlich. Okay, ja, verständlich. Aber ich glaube, ich habe einen Trick. Man muss einfach nur irgendeine Taktik finden. Meine Taktik ist schlagen und rennen. Hit and Run, auch bekannt. Na, was los? Ich häng! Ah, nein! Ja, das sollte natürlich nicht passieren. Ich darf mich nur nicht von ihren Riesenpranken treffen lassen. Aber an sich sollte das machbar sein. Vielleicht fliegt sie auch runter. Das wäre es natürlich. Easy going. Ah, doch, so ein bisschen hübsch ist sie schon, oder? Nein. Oh, Mann, 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 Mann. Ah, ist schon riskant hier die Ecke. Treffen sollte man natürlich auch. So wie jetzt. Sehr gut. Ja, krall dir was. Ich muss näher ran. Oh, und weg. Vor allem, wenn ich hinten stehe. Perfekt, weil sie braucht ein bisschen Zeit zum Umdrehen. Jetzt versucht sie wieder was zu greifen. Die Olle. Ja, der Sound kommt, aber es wird nicht als Hit gewertet.
Aber der da? Auch kein Hit. Ah, verdammt. Und weg da. Oh, meine Nase juckt schon wieder. Gut. Ich speichere nochmal. Jetzt haben wir schon mal die Hälfte durch und wenn was passiert, müssen wir den ganzen Mist nicht nochmal machen. Ah, aber da haben wir gut Schaden verteilt. Und nochmal. Und zack. Und Ende. Kürt den König. Des Katanas der Kanalisation. Oder so. Ja, zum Glück, wie der liebe Wolf es gesagt hat. Einschaltungszeichen. Danke, danke. Wie du ja gesagt hast, wir können froh sein, dass dieses Mistvieh nicht intelligent ist. Sonst hätten wir ein riesengroßes Problem. Ah, hier hätten wir Munition bekommen. Brauchen wir alles nicht. Katanilasation. Ja, Katanilasation. Sehr schönes Wortspiel. Ja, und jetzt? Müssen wir... Ich gehe nochmal hoch. Das muss doch... Ist es der einzige Grund, da hochgehen zu können... Damit man es einfach hat. Sagt halt als Richtwert für den Brust. Körperkraft 8, Geschick 2, Widerstandsfähigkeit 6 und als Disziplin Seelenstärke 4 und Stärke 6. Ja. Körperkraft 8, das habe ich gespürt. Also, das hat gescheppert, der Schlag. Aber sonst ist hier oben nichts. Irgendwo mal vielleicht rein muss, ein Schacht? Nö. Nichts nada. Kann auch nicht mal da runterspringen. Aber von hier. Gut, dann ist hier wahrscheinlich nichts. Wir gehen einfach mal. Ne, hier ist zu. Also wir müssen irgendwie hier etwas machen. Da ist auch nichts. Gucken uns nochmal die Armaturen an. Nee, ist alles nur Texturgematsche. Auch hier keine Lüftungsschächte. An dem Rohr können wir auch nicht drehen. Da geht's zum Abgrund runter. Ich habe so das Gefühl, irgendwas habe ich übersehen. Tür war zu. Prüfen wir nochmal. Ja, war zu. Bin ich jetzt blind oder blöd oder? Wie gesagt, der erste Satz ist einfach nur: Laufen Sie weg. Laufen Sie weg. Ja, das Laufen Sie weg hört sich dann so an, als müsste man irgendwo wirklich weglaufen im Spiel. Oh, falsche Taste. Jedes Mal das Gleiche. Aber dem ist nicht so, oder? Weil wo hätte ich denn weglaufen sollen? Gab's da keinen Gang zum Weglaufen? Stammt ja aus dem Pen and Paper Regelwerk, okay. Stammt ja aus dem P&P-Regelwerk. Einschaltungszeichen. Ach so, jetzt fällt mir gerade auf, das könnte ja sein, warum manchmal der Voice nicht übernommen wird, weil wahrscheinlich dann quasi, weil du zu schnell die Nachricht geschickt hast und dann quasi das andere unterbrochen wurde. Und ich dachte schon, ich muss mir wieder Gedanken machen, dass irgendwas nicht funktioniert. Wo du schuld bist. Nein, Spaß. Aber das ist schon mal ein beruhigendes Gefühl. Dass es nicht daran liegt.
der Einstellung. Hier, nein. Am Rädle drehen. Ich auch nicht. Habe ich irgendwas bekommen? Auch nicht. Wolf, kannst du mir ganz kurz einen Tipp geben, ob ich irgendwas übersehen habe? Oder... gefunden, danke. Wie komme ich da hin? Von der Seite? Ja. Ja, davor hätte man da auch nicht... Einschaltungszeichen. Ja, komm, aber das war auch mega gut versteckt. Also, das sieht man nicht auf den ersten Blick. Ach, schon wieder. Jedes Mal die rechte Maustaste. Ist gut versteckt, das Ding. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Aber da ist jetzt wieder der Punkt. Ich kann mich nicht an diese Stelle erinnern. Kann es sein, dass die Reihenfolge vor dem Plus-Patch anders war? Weil natürlich... kann das sein, dass ich das vor dem Plus-Patch gespielt habe damals? Weil ich kann mich ja an eine gewisse Kreatur erinnern, die bis jetzt aber noch nicht zugänglich war. Also jetzt hier in diesem Playthrough. Aber an diese Stelle kann ich mich nicht erinnern, aber ich schätze mal, dass... ich da erst hinkomme, wenn ich das beendet habe. Will jetzt nichts verraten, deswegen sage ich jetzt nicht, welche Kreatur. Na gut, ich habe es ja letztes Mal schon verraten. Ich rede von einem Gargoyle. Ich kann mich an den Gargoyle erinnern. Aber es kann gar nicht sein, dass ich den Gargoyle schon bezwungen habe damals. Sehr komisch. Jetzt mal muss da hier so ein bisschen am Rand springen. So, wie heißt das? Prince of Persia mäßig. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob man die Quest früher mal eher bekommen konnte. Okay. Ach komm, und das hat jetzt wehgetan. Prince of Persia wäre auch mal wieder sowas, wo ich Bock hätte. Muss ich jetzt da rein und hoffen, nicht zersägt zu werden? Probieren wir es. Aua. Okay, fast. Da geht es wahrscheinlich nur um die Höhe, dass man da nicht hingeht, runterfliegt. Wie die halt immer hecheln, die Meatballs. Also die Schlachter. So Hunde, alles Hunde. Und ist nur ein bisschen zersägt. Nur ein bisschen. So an. Oh Gott, schon. Nein, ernsthaft zwei? Ist nicht dein Ernst. Ich dachte, das wäre ein Endboss gewesen. Du willst mich doch verarschen. Wie soll ich das schaffen? Ich habe hier keine Säule. Ich brauch. Oh fuck! Das wird kacke. Drei Stück. Also zwei jetzt. Alter, Falter. Drei Stück. Ihr wollt mich doch verarschen. Das könnt ihr doch nicht machen. Gut, man konnte überspringen. Ah, für was überspringen? Braucht man doch nicht. Das ist doch gerade der Witz an der ganzen Sache. Ja, ja, sagten sie. Du willst mich doch verarschen? Das geht doch gar nicht. Nein. Ihr fucking vier Stück. Geh da durch. Nein, ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Hör auf. Geh weg da. Nein, das gibt's nicht. Fünf Stück.
bin ich blöd. Bin ich blöd. Versuch gerade einen guten Vergleich für meine Dummheit zu finden. Das ist so, als würde ich nachts rumlaufen und mich beschweren, dass es dunkel ist, während ich eine Sonnenbrille aufhabe. Verstehst du, was ich meine? Oder als würde ich mich beschweren, dass mein Auto zu langsam fährt, obwohl ich die Handbremse angezogen habe. Das war dumm. Oder dass ich mich beschwere, dass alle so laut sind, obwohl ich mich in einem Club befinde. Oh, ohne Schaden. Abgesehen davon. Weißt du, was ich meine? Ich bin ein fucking Vampir. Mit der Fähigkeit Verdunklung. Ich muss da gar nicht durch. Sichtbar. Mann. Nicht umsonst sind hier so viele Ratty Rats. Also, let's fucking go for it. Bisschen schnabulieren noch. Aber gut. Für den Spaßfaktor auf jeden Fall ganz gut. Blieb nicht bei 1. Nö. Also ich würde jetzt mal sagen, mindestens 7 Stück lauern hier unten. Gott, das wird sehr viel Blutpunkte kosten. Was macht man eigentlich? Also, Verdunklung ist ja. Das ist doch clanspezifisch, oder Wolf? Also, nicht jeder hat die Fähigkeit. Ich weiß gar nicht, ob ich da hoch muss, deswegen speichere ich jetzt mal, dass ich quasi im Falle einer Sackgasse nicht so viele Blutpunkte verschwende, einfach nur lade. Verdunklung ist doch klassenspezifisch. Wie schaffen das dann die anderen Klassen? Ja, Abendmahl, Kaviana und Nosferatu. Okay, und wie schaffen es die anderen Clans dadurch? Hier schätzt nichts. Hier ist Ruhe. Aber Stille kann täuschen. Ah, okay. Eddie Boom Boom. Und noch eine. Schau jetzt einfach mal. Ja, die patrouilliert da. Das ist eh der falsche Weg, das sehe ich jetzt schon. Schön an Fetti Boom Boom. Lecker. Hüftsteak. Ja, und Gangrelle sind meistens kampfstark genug, um sich recht gut zur Wehr setzen zu können. Ah, okay. Sackgasse, sag ich doch. Wie ist da sein Path? Okay. Von einer Ecke zur anderen. Als Toreador, wenn du oder Trainerin, kann das hier aber die absolute Hölle werden. Echt? Oje, oje. Haben wir gerade noch die richtige Wahl getroffen. Wenn ich die Möglichkeit habe, möchte ich gerne die Kreatur noch ganz genau anschauen. Weil man sieht ja immer nur den vorderen Teil. Interessant ist auch der hintere Teil. Wo noch so ein lebloser Körper noch so rumhängt. Können wir hier da noch einen Blick erhaschen?
Ich will nicht wissen, was diese weiße Flüssigkeit auf dem Gesicht von der Kreatur ist. Hänge Tiddies. Der Plus-Batch hat die Abkürzung schon nicht grundlos eingebaut. Nee. Ja. Jetzt macht es ja durchaus Sinn. Aber trotzdem, es gibt immer einen Weg. Und auch wenn man frustriert ist, es gibt immer einen Weg. Man muss ihn nur finden. Und es wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinbekämen. Kleine Red könnten wir uns eigentlich auch noch schnappen. In der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden. Man sollte das hier auf jeden Fall auch mal erlebt haben. Ja, definitiv. So, ich schätze mal, auch der obere Weg wird nichts sein. Wir sind ja runtergerannt. Ich glaube nicht, dass dieses Areal, wenn ich hier hochgehe, da zu Ende geht, weil es ja, es sei denn, es könnte eine Falle sein, dass man den ganzen Weg nach unten läuft. Aber der nächste Durchlauf ist man je nach Plan auch ganz froh, sich das ersparen zu können. Was ist denn da los? Ach so, Nosferatus. Okay. Nichts, okay. Wir trotzdem gucken, was da ist. Ich schätze mal, da ist nichts. Wenn da jetzt wirklich nichts sein sollte, dann laden wir nochmal. Welche Spiele ich auf jeden Fall auch mal wieder Bock hätte, vor allem weil ich das ebenfalls eigentlich angefangen hatte. Fuck, da ist was Wichtiges. Ist, Stalker. Stalker hat auch recht schöne Scary Moments. Sieht nach einer Karte mit einem magnetischen Streifen aus. Sag bloß, hätte ich jetzt nicht gedacht. Meine Güte. Schlaumeier. Und mit den entsprechenden Mods sieht es auch echt richtig gut aus. Mit auch paar QOL-Upgrades. Anpassungen. Ja. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber die Liste ist einfach viel zu lang. Und ich fange immer etwas an und beende es nicht. Und deswegen ist eigentlich eine gute Lektion bei Vampire zu bleiben. Damit ich mal eins nach dem anderen nicht irgendwie eine Mischung mache. Das Ganze herumgewechselt, das ist auch nichts. Wabbelt der Kopf halt einfach so nebendran. Oh Gott, das war knapp. Schnell, 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 schnell. Ja, ich gebe komische Geräusche von mir. Ja, ich hatte gerade ein bisschen Angst. Aber dafür gibt es hier ganz viele Rats. Rats, Rats, Rats. Aber als Bruder hätte man es wahrscheinlich auch mit Geschwindigkeit geschafft, einfach da durchzurennen, oder? Wäre ja auch eine Möglichkeit.
wenn man mischt, muss man halt auch einen ganz klaren Plan haben. Man macht x Spiele gleichzeitig und Neues wird erst angefangen, wenn eins durch ist. Weil das will ich mir nochmal genau lesen. Wenn man mischt... Joa, Geschwindigkeit kann auch gut helfen. Wenn man mischt, muss man halt auch einen ganz klaren Plan haben. Man macht x Spiele gleichzeitig und Neues wird erst angefangen, wenn eins durch ist. Ja, eben deswegen wäre so mein Plan jetzt erstmal nicht wieder verschiedene Sachen rumzuwerfen. Man könnte vielleicht maximal zwei, maximal drei Spiele quasi abwechselnd machen. Obwohl ich eher tendiere, maximal zwei Spiele. Und dann erst ein neues beginnen, wenn ein anderes fertig ist. Ich glaube, mein Problem damals war, dass ich drei verschiedene Spiele hatte und ein viertes sogar noch geplant hatte. Und das ist halt, wenn man es schafft, ein Spiel quasi eine Session, also an einem Tag mit einem Spiel mehrere Sessions aufzunehmen, dass man die dann quasi wöchentlich dann quasi also veröffentlicht tun würde, dann würde das gehen, aber trotzdem, man verliert irgendwie die Muse, wenn halt ständig dieses Wechselhafte ist. Aber es gibt einfach so viele gute Spiele und dann finde ich das dann halt schade. Aber so ist das halt. Da muss man halt maximal zwei Spiele. Oder man sagt, zwei Flat Games und ein VR-Spiel. Also wenn das mit VR nicht so eine Sache mit Vorbereitung wäre, was man on the fly, wie jetzt am Flat, machen könnte, dann wäre das ja keine Rede wert. Deswegen tendiere ich wahrscheinlich wirklich, ich muss mir halt echt irgendein Flow ausdenken. Ich weiß gerade gar nicht, ob die original auch so viel an den Punkt liegt. Ja, das könnte halt gut sein, dass man die vielleicht nachträglich dazu gemacht hat, damit es ein bisschen einfacher ist. Gerade mit dem heutigen Alltag ist es ein bisschen schwieriger, VR zwischenzeitlich zu spielen. Da ist es einfach gediegener nach der Arbeit, wenn man eh so spät nach Hause kommt, einfach kurz den Rechner anmachen, Stream anmachen, Spiel starten, fertig und nichts mit Vorlaufzeit. Die VR-Brille muss ich erstmal eine halbe Stunde lang vorwärmen lassen, dann muss ich gucken, dass die Technik stimmt, alles möglich. Da ist halt mal schon mal ohne etwas gespielt zu haben eine Stunde weg. Ich weiß nur noch, wie viele Blutprobleme ich hier früher hatte. Ja, siehst du mal, deswegen. Gut, wir haben es geschafft. Taktik hat gefruchtet. Ich glaube, so wie das hier aussieht, dass jetzt der wahre Endboss kommt. Das war alles nur ein Vorgeschmack auf das, was jetzt wirklich kommt. Oh, wir wurden beobachtet. A fatal error has occurred. You should be panic now. Ja, okay. The system will now explode. It is now safe to go to your happy place. Press the any key button to help other learn to read. Press control to donate money to me. You know the computer will soon take over. Why fight it? Press the any key to continue. Sehr cool. Okay, das ist wahrscheinlich der Anakin Skywalker. Oh Gott! Oh, ich bin gerade erschrocken. Der Bluescreen ist großartig. Oh ja. Ich muss da glaub rein. Und schon wieder wünschte ich, hätte ein Soundboard eingerichtet. Ich muss da rein. Obwohl, ja, sag ich, ich muss da raus. Okay. Jump for it. Mhm.
Hier ist schon nix. Hä? Was ist hier los? Sollte ich nicht hier rein, oder? Oder hätte da eigentlich jetzt was laden sollen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da hätte ein Ladescreen kommen sollen. Okay. Interessant. Dämmert da was? Ja, ich habe mir auch gerade Gedanken. Nee, das. Nee. Ich dachte, hier wären zwei unterschiedliche Eingabedingens. Suchen noch mal rein zu jumpen. Okay, haben wir es jetzt gerade hier mit einem ernsthaften Bug zu tun? Kann das sein? Es wäre jetzt dann nämlich das erste Mal, dass etwas wirklich nicht funktioniert. Kein Absturz. Nur einfach. Ich hoffe, es liegt jetzt nicht daran, dass ich eine veraltete Plus-Patch habe und nicht die neueste, die englische. Weil wenn ja, gut, hätte man noch die Möglichkeit, die englische drauf zu machen, das Level zu laden und in der Hoffnung, erst wenn wir es wieder auf Deutsch machen, dass dann die Saves kompatibel sind miteinander. Dass einfach nur der Levelabschnitt quasi geladen wird. Aber meistens ist eben nicht der Fall, dass die Patches untereinander kompatibel sind, sondern eher miteinander korrelieren. Nicht ganz grober Fehler, aber der letzte deutsche Hotfix. Beschreibung des Fehlers. Das Spiel stürzt im Kanalisationslevel, wo die ziemlichen Monster sind. Hast du den mit drin? Beim Sprung in das Loch ab, das tritt... dieser Fehler tritt im deutschen inoffiziellen 10.1 auf. Ich schätze mal, der letzte. Ich hab den... da. 10.1 plus. Also ist meine Vermutung bestätigt worden. Wusste ich doch, dass hier irgendwas mit dem Loch war. Ja, und deswegen bist du auch der Experte von uns. Mein Jarvis. Gut. Das heißt, wir haben die Aufgabe, beziehungsweise ich habe die Aufgabe... dieses Level-Abteil. Ja, und dafür gibt es eine Hotfix-Datei, die man austauschen muss. Ach so. Hab ich die nicht? Guck ganz mal kurz in meine Dingens rein.
https://www.patches-scrolls.de/patch-4647/7-75378/changelog. Das ist jetzt ernsthaft. Den Patch habe ich hier, den Hotfix habe ich hier. Ich habe hier auch die Beschreibung des Fehlers, die genau das gleiche beschreibt. Bin mir nur nicht sicher, ob ich den angewandt habe. Aber ich werde wir machen das jetzt einfach mal ganz kurz. Sehr schnell gemacht, das ist nur eine kleine Datei. Inoffiziell Maps da rein. Also es sind scheinbar ist es die identische Datei, als hätte ich sie schon gepatcht. Damals. Ich klicke auch nochmal auf den Link. Ja. Wir gucken einfach mal. Ich habe es jetzt mal kopiert. Beziehungsweise überschrieben. Gucken wir mal, was passiert. Obwohl die Beschreibung jetzt ja auch nicht zu 100% zutrifft, es stürzt ja nicht ab. Es lädt einfach nur nichts. Okay, gucken wir mal, was passiert. Wir springen rein. Nope. Gut. Das bedarf einer Fehlersuche, die ich heute aber nicht schaffen werde. Bis wir das Problem gefunden haben, wird wahrscheinlich die Zeit schon zu Ende sein. Ich werde mich schlau machen. Vielleicht korreliert irgendwie da was mit der Mod. Wir werden schauen. Ja. Wir werden einfach schauen. Gehen ins Big Screen. Ja. Wir schauen einfach mal. Also, wie gesagt, schade drum. Wir haben riesig viel Spaß gehabt mit den Kreaturen von den Chimiche. Ich hatte riesig viel Spaß. So wäre jetzt schade drum, wenn wir das jetzt nicht gefixt bekommen beim nächsten Mal. Ja, auch wenn es mich graust bei dem Gedanken, was uns erwarten wird. Denn ich glaube, das war noch nicht alles. Vielleicht ist aber meine Täuschung falsch und der richtige Endboss ist, diesen Bug zu beseitigen. Wir werden sehen. Bin aber guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Vielleicht, wie gesagt, versuche ich es mit dem englischen Patch nochmal und hoffe, dass beide kompatibel sind. Also es geht ja eher um die Save-Dateien, dass die kompatibel sind. Das war leider auch meine einzige Idee auf Anhieb gewesen. Ja. Vielen Dank, Wolf, für deinen Tatendrang, mir da ein bisschen zu unterstützen. Ich kann einfach auf dich zählen, das merke ich schon. Und wir gucken mal. Vielleicht haben wir Glück. Können das Problem beseitigen. Dann bin ich gespannt, was uns noch erwartet. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Lasst ein Like da. Lasst mich wissen, wenn es irgendwelche Anregungen, Feedback oder etc. gibt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Folgt mir. Und ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Enerfox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.